Luca, einen Punkt. Nimmt der SV Rühe aus Münster mit? Wie fühlt der Punkt sich gerade so nach dem Abpfiff an? Ja, eigentlich fühlt er sich jetzt nicht so gut an, weil wir hatten das Spiel eigentlich in der Hand. Wir haben die erste Halbzeit super gespielt und dann nach der Halbzeit haben wir ein bisschen den Faden verloren, kassieren halt früh das 1-1. Dann machen wir eigentlich ein gutes Spiel, machen das 2-1 und dann kriegen wir halt so einen Elfmeter und das musste eigentlich nicht sein, ja. Der Elfmeter war durchaus nochmal von außen jetzt gesehen diskutabel. Wie hast du ihn auf dem Platz erlebt? Ja, ich finde, der hat einfach nur da gestanden, er hat sich gut reingedreht, hat es halt gut gemacht, aber ich finde, es war jetzt kein Elfmeter, ne. Ein schönes Tor war die Führung durch dich. Wie hast du das Tor so gesehen? Ja, Lore, ich kenne seine Bälle, die spielt er super vorne rum. Dann musste ich eigentlich nur noch reingrätschen und das Ding reinmachen. Ja. Hat ja auch super das zweite vorbereitet. Er hätte sich belohnen können mit seinem, wo er 1 gegen 1 auf den Torwart gelaufen ist, hätte er sich belohnen können, ja. Mit einem Sieg wäre heute ein Sprung in der Tabelle auf Platz 3 möglich gewesen. Ist das etwas, worüber man nach dem Abpfiff auch noch ein bisschen nachtrauert oder ist das kein Thema? Ja klar, ist ärgerlich. Wir hätten gerne die 3 Punkte mitgenommen, aber dafür holen wir jetzt im nächsten Heimspiel die 3 Punkte gegen Holstein Kiel. Dein Wort in Gottes Ohr. Dankeschön. Jawohl, bitte.